musikalisch war das für mich so wie eine Teezeremonie. Ja, vielleicht, aber gut. Bleiben wir auf einem Sprung in Japan und gehen zu Mai Mihara. Frage, Chancen aufs Grand Prix Finale? Wenn sie gewinnt. Wenn sie gewinnt. Bist du anspruchsvoll heute? Ja. Dreifach Lutz, dreifach Tolo, gibt's nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil. Das könnte reichen. Das reicht, um in Führung zu gehen. Die Frage ist nur, ob das reicht, um in Führung zu bleiben. Das ist klar. Aber es war ein schönes Programm. Ja, das war wirklich ein tolles Programm. Ja. The Mission, Ennio Morricone, fehlerfrei.
nicht ganz. Der ja. Salchow am Ende war nur doppelt, aber sonst hat sie es wirklich gut gemacht. Ja. Und mir gefällt diese Version enorm gut dargeboten von einer neuseeländischen Opernsängerin Hayley Westenra. Echt tolle Version und gefällt mir viel besser als das Kurzprogramm, wo irgendwie ein bisschen die Augenlider schwer werden bei Mihara. Wie haben wir das genannt? Schleichfahrt von Mihara. Genau, ja. Also das war gut. Das war wirklich gut heute. Und sie ist in Führung, zwar nur ganz knapp. Es wird auf jeden Fall eine gute Platzierung, aber durch ihren vierten Platz aus der letzten Woche muss sie, wie gesagt, gewinnen und da müsste bei den anderen schon einiges schief gehen, würde ich mal sagen, wenn ihr das gelingen sollte. Ja, dann erzählen Sie auch, liebe Zuschauer, wie unfassbar knapp das ist und wie hart es ist. Und wenn man mit einem solchen Programm Schwierigkeiten hat, sich für das Grand Prix-Finale zu qualifizieren, weiß man um die Qualität auch bei den Damen. Klar, die wird natürlich, oder ist nach oben geschraubt worden durch Sagitova, durch Dr. Mischeva. Wie du schon sagtest, Salchow nur doppelt. Solche Sachen können schon ausschlaggebend sein. Naja, letztlich. Das sind sicherlich drei Punkte gewesen. Aber sie ist besser geworden, was die Sprünge angeht. Ja, ich fand im letzten Jahr war sie auch schon relativ gut. Sie hat halt nicht das absolute Highlight irgendwie. Ja. Sie macht die Sachen solide. Ist wie gesagt ein wunderschön choreografiertes Chörprogramm. Das hat sie ja behalten. War eine gute Idee. Das ist schon letzte Saison sehr gut angekommen. Aber auch sie, für sie gilt dasselbe. Es ist einfach brutal schwer, sie in Japan durchzusetzen. 2017 war sie Fünfte der Weltmeisterschaft, 2018 Qualifikation für die WM verpasst in Japan. Also weil sie eine Fünfte der japanischen Meisterschaften war. Das sagt schon alles über die Qualität in Japan. Wahnsinn. Tja, wir gucken mal rein, wie das Ganze sich darstellt. Bis dato führt Brady Chanel mit 197 Punkten. Ja, es reicht ja aber insgesamt knapp hinter der Amerikanerin in der Kürwertung. Da hat sie aber 5-6 Punkte Vorsprung. Die ist auf jeden Fall jetzt erstmal vorne. Genau. 202. Sie weiß, um was es geht. Sie weiß es ganz genau. Ja. Hundertprozentig. Merkt man.